Sie wurden ihnen einfach ins Gesicht gebügelt von solchen Leuten. Oh, hier war ich eigentlich... Hier war ich in meinem anderen Run, bevor ich den Boss besiegt habe. Ach ja... War doch gar nichts. Bulken. Der sieht ja lustig aus. Ob ich den wohl fangen kann? Nee, bleib bitte paralysiert. Dich brauche ich gerade so. Moin in Exotrip. Und tschüss. Jetzt gehe ich meinen Shit heilen, weil ich weiß, dass der Typ da vorne auch Feuerviecher hat. Habe ich wahrscheinlich gerade schon gesagt. Zumindest habe ich daran gedacht, dass ich sagen wollte. Aber, ja. Mann, den kennen wir doch auch schon. Warum ist der Level 6? Keine Ahnung, aber er hat mich eingeschläfert. Ich möchte nicht dahin. Warum hat er das getan? Geh einfach weg.
das Viech sieht auf so vielen, Ebenen falsch aus. Aber leider wird's für die 100% benötigt. Ich glaube, ich habe vergessen einzukaufen vorhin. Das könnte ein Problem werden. Junge, du schläfst. Wie kannst du ausbrechen? Damit tun. Auf ewig in die Box verbannen, bitte. Danke. What? Was? Was bist du? Hätte ja klappen können. Autsch. Aha, daneben. Das Ding sieht auch lustig aus. Aber ich wette, meine letzte Netzo-Trap wird nicht reichen, um ihn zu fangen. Die goldenen sind halt irgendwie so... Keine Ahnung. Es wirkt halt irgendwie so wie diese Echtgeldwährung in Free-to-Play-Spielen. Die wird dir hinterhergeworfen, ist voll krass. Und dann hast du sie nicht mehr und müsstest Geld ausgeben. Was in diesem Spiel hier nicht mal geht, aber... Ja. Oh, da, Buddy. Das führt nach... Ignitia, dem heißesten Ort der ganzen Welt. Kann dich da nicht hingehen lassen, wenn du nicht stark genug bist. Oh nein. Es ist die Noob-Polizei. Mein Bogenfisch. Ja, der kann alles. Macht sogar deinen Toaster zu einem Kühlschrank. Autsch. Bitte nicht meinen Fisch verlieren. Parky. Das ist jetzt dumm gelaufen. Ich habe noch was anderes, was gegen euch effektiv ist.
Und zwar Stein. Der allmächtige Stein. Okay, du hast mich geschlagen. Mach was immer du willst, sei trotzdem vorsichtig. Wie? Irre, meine Systeme überhitzen. Lass uns bloß die Aufseherin Ira finden und so schnell wie möglich verschwinden. Ich denke, sie ist in der Stadt da vorne. Lass uns gehen. Okay. Hey, was ist das? Das ist eine sehr schwache Aura, aber ich denke nicht, dass wir irgendwas tun können. Was? Aufseher Ira? Ja, sie ist definitiv in der Stadt dort vorne. Sie hat schon ein Temperament, also passt besser auf. Okay. Hey, Buddy, kannst du mir einen Gefallen tun? Ich habe einige seltene Nexo-Boxen. Und ich habe ein paar kranke Jungs ausgebrütet. Hilf mir festzustellen, wie stark sie sind. Klingt halt wirklich, als wären das die Lootboxen in dem Spiel gewesen. Komm schon, ich will dich nur einfrieren. Danke. Nein! Stein! Fuß! Was bist du? Komm mal weg! Autsch! Los, MVP, mach sie weg! Tja, One-Hit. Au! Ups. Mach weg! Nein! Nicht lustig. Mit einem HP über. Okay. Und natürlich hat er noch ein Feuerviech. Warum auch nicht? Fuß. Aha. So geht das. Ah, meine Buddies. Das war etwas gemein von dir. Ich habe sie letzte Woche gezüchtet. Natürlich fehlt ihnen etwas Training. Was ist das für Welt?
Nee. Also, ganz im Ernst, wenn du hier abziehst, Die sind alle hinüber. Das ist also die Vulkanstadt Ignita. Oder Ignita. Lest das ja immer so grässlich deutsch vor. Vielleicht wissen die Leute hier in der Gegend, wo wir die Aufseherin finden können. Wäre unter Umständen eine Möglichkeit. Der dumme Vulkan ist in letzter Zeit unruhig. Die meisten Leute verschwinden verdammt nochmal von hier. Aber unser Aufseher lässt nicht zu, dass so ein bisschen Lava die Aufführung heute Abend ruiniert. Ich bleibe mit ihr hier. Okay. Denke stets das Element des Feindes deines Nexomon. Ein echter Nexomon-Meister sollte verschiedene Elemente in seinem Team haben. Ach. Elemente sind was für Noobs. Seitdem der Nexolord zur Kraft gekommen ist, sind alle möglichen Naturkatastrophen passiert. Große Erdbeben, zahlreiche Vulkanausbrüche, Fluten und Hurricanes auf der ganzen Welt. Denkst du, da gibt es einen Zusammenhang? Ich meine, es ist nicht so, dass der die Elemente kontrollieren kann, richtig? Also, unter Umständen wären da ein paar Leute. Unserer Stadt ist unbewohnbar geworden. Ich glaube, du meinst unsere. Unsere Stadt ist unbewohnbar geworden, seit der jetzige Nexolord an die Macht gekommen ist. Sicher ist das kein Zufall, oder? Das Spiel ist echt gut darin, seine Plot-Twists vorwegzunehmen. Oder er macht es halt so offensichtlich, dass das nicht ist. Anti-Verwirrer. Ich bin so anti-verwirrt. Wie kann ich dir helfen? Der Nexolord? Ich weiß gar nichts über ihn. Ich denke, du könntest auf Seira fragen. Sie performt normalerweise auf der Bühne im Norden. Ist das so ein Rockstar? Bekommen wir hier dann auch den Champion des Blitzes zu sehen. Oh, cool. Ein Laden. Da kann man sein Handy laden. Oh, nee, warte. Muss Vorräte für meine Nexomon kaufen, für den Fall, dass ein Kampf während ihres Konzert ausbricht. Weil das so oft passiert. Wir haben gute Security. Igniter ist kein Ort für mich. Es ist noch etwas schlimmer als Palmaya. Was habe ich mir nur gedacht?
sagten, dass der ehemalige Aufseher im südlichen Dschungel lebt. Du kannst nicht unvorbereitet gehen. Was ist, wenn er dich angreift? Warum sollte er das tun? Hallo, mein Freund. Brauchst du irgendwas für dein Abenteuer? Komm und schau, miau. Weißt du, dass Nexo-Boxen normalerweise neue Nexo-Bomben beinhalten, die du noch nie gehabt hast? Wenn du genügend Diamanten gesammelt hast, kannst du einige seltene Nexo-Boxen im Premium-Shop kaufen. Meine Vermutung wurde bestätigt. Der Typ dort drüben starrt mich jetzt seit einer halben Stunde an. Das ist ziemlich unheimlich, weißt du? Ich hoffe, er geht vor der Aufführung von Aufseher Ira heute Nacht. Ach ja. Diese uralten, hey, da ist ein NPC, der mich anstarrt, Jokes. Na bitte, deiner Truppe geht's jetzt wieder gut. Wir sehen uns später. Ich habe ein ganzes Team aus Feuerdeckzubot zusammengestellt. Dann hat so ein Depp mit seinem Wasserding meine gesamte Party geschlagen. Wo muss ich hingehen, um andere Arten von Dexumon zu fangen? Hilfe! Meine Stadt wurde verflucht von Hilda der Hexe. Sie ist eine der Aufseher des Nexolord. Nur ein starker Bändiger kann sie aufhalten. Ich muss üben, während meine Nexomon geheilt werden. Nicht alles dreht sich um Musik, weißt du? Ich muss mich auch um mein Team kümmern. Wohl wahr, wohl wahr. Der Typ da drüben, er ist einer der Gitarristen von Aufseher Ira. Ich sammle gerade etwas Mut, um ihn nach seinem Autogramm zu fragen. Ew. Einen Äther gefunden. Ich habe auch jemanden gefunden, der um eine Laterne rumläuft. Die Luft wird etwas giftiger in der letzten Zeit. Ich habe überlegt, in die Stadt Parum umzuziehen. Aber es ist so weit weg. Das Bergdorf ist im Moment meine einzige Wahl, aber ich habe gehört, dass ihr Aufseher verschwunden ist. Ja, und Parum hat gar keinen mehr im Moment. Igniters. Der einzige Platz, der ausstirbt, ist nicht der einzige Platz, der ausstirbt, weißt du? Man sagt, dass die Wüste in Stadt Solus nicht mehr wieder zu erkennen ist, seitdem der Nexolord dort eine Ausgrabung vornimmt. Blöder Nexolord. Faszinierend. Igniter ist wirklich ein Wunderwerk, denkst du nicht? Ich komme aus der Stadt Royal und es ist für mich nirgends so interessant, in einem Ort wie diesem. Lass mich dir das sagen.
Hey, wir haben Ira noch nicht gefunden. Lass uns zur Stadt zurückgehen. Okay. Natürlich. Fuß. Wow. Autsch. Es ist Zeit für meinen Fisch. Nimm dies. Nimm dies nochmal. Und dann nimm dies. Und einfach weil ich es kann, nimm dies. So, dann müssen wir also hier drüben bei der Heilstation nach oben. Zumindest habe ich jetzt keinen anderen Weg gesehen, der nicht versperrt ist. Na bitte, deiner Truppe geht's jetzt wieder gut. Und ich werde mich jetzt um unseren Hund kümmern. Und danach geht's weiter oder so.